Nominiert für den Friedrich-Glauser-Preis 2018 in der Sparte Kurzkrimi sind Klaus Berndl, Feueralarm. Kurze, knackige Sätze, rasantes Tempo, klare Sprache und ein Protagonist, in den man sich gut hineinversetzen kann und mit dem man mitfühlt. Mit einer überraschenden Wendung und einem heftigen Ende. Feueralarm hat alles, was ein Kurzkrimi braucht. Klaus Berndl versteht es, mit wenigen Worten Spannung aufzubauen, die sich von der ersten bis zur letzten Zeile durchzieht. Der Schreibstil ist gekonnt dem Protagonisten angepasst, was die Geschichte authentisch macht. Aber auch die Nebenfiguren sind prägnant beschrieben und Klaus Berndl beweist so sein schriftstellerisches Talent. Karr und Wehner, hier in Tremonia. Ein Immobilienprojekt bedroht die verfallende Bergarbeitersiedlung, ihre Bewohner und Traditionen. Aber die Frauen und Männer der Knappschaftskapelle lassen das nicht zu, auch wenn dies bedeutet, dass es Tote geben muss, und zwar im Rhythmus der Musik. Diese Geschichte ist ein großer Song. Sie ist Musik und Text, vibriert und schwingt und träumt den Traum, dass man gegen Gentrifizierung und Immobilienspekulation siegen kann. In Tremonia. Thomas Kastura, der Zuschauer. Ein Kurzkrimi so eindrücklich wie sein Protagonist. Herr K., ernsthafter Schriftsteller von Beruf, besucht mit dunklen Absichten die Lesung des noch viel berühmteren Regio-Krimi-Bestseller-Autors Gradschach. Gradschach. Ein Name, der sich wohl ebenso sehr in den Kopf des gekränkten Herrn K. eingebrannt hat, wie Thomas Kasturas Krimi in die Shortlist des Kurzkrimi-Glausers. Eitelkeit und Missgunst, Kunst und Kommerz, E und U. Kastura verhandelt wohlbekannte Schattenseiten des Literaturbetriebs in einer aberwitzigen, dabei stets unterhaltsamen Geschichte. Der Zuschauer bleibt im Gedächtnis, wie auch auf unserer Bestenliste. Henry Kersting, der Blaue. Ein Dorf und eine Fabrik irgendwo im Nirgendwo. Die Menschen tragen zu ihrer eigenen Sicherheit Mobis, damit sie nicht verloren gehen. Henry Kersting entwickelt eine dystopische Szenerie. Er erzählt mit ruhiger Stimme von Überwachung als Machtinstrument, von Machtmissbrauch, von Ausweglosigkeit und dem verzweifelten Versuch der Befreiung. Mit einem nüchtern, distanzierten Erzähler, der gleichzeitig mitten im Geschehen ist, zieht Kersting den Leser in eine Geschichte, die emotional trifft, sprachlich, konsequent und kompromisslos. Der Blaue ist ein Kleinod unter den Kurzkrimis. Cecile Simons, Dünensingen. Dünensingen ist ein grandioses Wechselspiel zwischen den Gedanken einer von ihrer humanitären Tätigkeit in Südostasien ernüchterten und erschöpften Frau in den Wechseljahren und der Beschreibung einer vermeintlich idyllischen Ferieninsel an der Nordseeküste. Die Reflexionen über das eigene und allgemeine Leben kollidieren mit den Widrigkeiten einer banalen Realität, schaffen Reibungsflächen, die schließlich mit allen entstandenen Illusionen in die Luft gejagt werden, nur um sich danach als Missverständnisse neu zu ordnen.